We're gonna find out who's been selling the spice. Fixmas is coming to town. Was ist das Spice? Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory im sagenhaften Fixmas Special Update und willkommen zurück im kleinen, aber feinen Weihnachtsdörfchen, meine lieben Freunde. Und oh, was haben wir denn hier? Ein Geschenkförderband, das sich langsam aufstaut. Ich habe jetzt hier schon 3 Weihnachtsbäume aufgebaut. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Und die produzieren ja alle Geschenk... Habt ihr das gehört? Es krabbelt schon wieder unterm Weihnachtsdorf. Sag mal, habe ich hier irgendwie eine Höhle drunter? Ich höre immer dieses Insektenkrabbeln. Und ich sehe die immer nicht. Also, I shit you not, ich sehe die nicht. Hier hinten habe ich ja eine platt gemacht. Ja, da habe ich es ordentlich gegeben mit meiner Zuckerstange. Aber irgendwie... Hier sind noch mehr. Irgendwo sind hier noch mehr. Aber ich sehe sie nicht. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich finde das schon noch raus. Irgendwann finde ich das raus. Genau. Wir müssen heute wieder eine weitere Adventskalendertür aufmachen. Und ich habe ja beim letzten Mal nicht so geile Sachen bekommen. Aber ich habe jetzt die Kügelchen, beziehungsweise die produziere ich hier drin jetzt, die wir brauchen, um diesen Zweig bei der Mam freizuschalten. Hier habe ich erstmal Kupfer zwischengepuffert und hier haben wir jetzt die Kupferkugeln. Und dann nehme ich mir jetzt einfach mal welche, beziehungsweise ich mache hier mal den Stack voll. Und ich baue mir jetzt hier einfach mal in meinem Dörfchen, baue ich mir jetzt einfach mal eine Mam auf und da fallen schon wieder fleißig Geschenke vom Himmel. Genau, ich baue mir jetzt einfach mal hier eine Mam hin. I shit you not, ey. Irgendwo hier unten drunter muss es eine Höhle geben oder irgendwas. Ich höre hier ständig dieses Rasseln. Aber ich schwöre, die müssten eigentlich genau im Haus sein, wenn ich das so höre wie jetzt. Vielleicht hängen sie auch wirklich irgendwo im Haus. Vielleicht habe ich wirklich aus Versehen einen eingebaut und habe es nicht gemerkt. Das wäre natürlich super lustig. Genau. Das war hier das Ding. Das hatte uns beim letzten Mal noch gefehlt. Da hatte ich mir ja noch so geärgert, weil ich da extra zum Hub marschiert war. Erforschung starten. Die Analyse von Giant Fixmas Tree Upgrade 2 ist abgeschlossen. Bitte wähle einen neuen Knoten. Was? Komisches Geräusch. Ah! Oh, was haben wir denn hier? We're making a list. We're checking it twice. We're gonna find out who's been selling the spice. Fixmas is coming to town. Was ist das Spice? Ist das irgendwie so ein ganz merkwürdiger Battle-Rap da gerade, der da abgeht oder was? Das klingt ja gar nicht mehr wie ein Weihnachtslied. Okay, für den großen Stern, für den großen Fixmas-Tree-Stern brauchen wir offensichtlich Weihnachtsgrenze. Ich schätze mal, oh, was haben wir denn hier? Fixmas Power Light. Oh, nein, Weihnachtslichter. Okay, warte mal. Das können wir freischalten. I shit you not. Das können wir machen. Ich hab das Zeug. Ich hab das Zeug dazu. Warte. Okay, die weißen Kugeln habe ich noch nicht, glaube ich. Nee, ich mach bisher nur die Kupferkugeln. Da müssen wir mal noch die weißen Kugeln anwerfen gleich. Aber die roten und die blauen, I shit you not, die habe ich. Warte. Hier, blaue Kugeln. So. Ich glaube, ich leg mir das einfach mal alles in eine Kiste. Oh, hier, warte mal. Die nehmen wir gleich mal noch raus, genau. Ich leg mir das, glaube ich, mal alles in eine Kiste. Neben die Mam. Die hoffentlich nicht von irgendwelchen Insekten zerstört oder von irgendwelchen Spinnen. Sonst fange ich ja echt an zu spinnen. Ich packe mir das mal hier hin. In einer Aufbewahrungsbox. Also das. Und was war noch? Ich glaube, das war's schon, oder? Warte. Fixmas Ornament Bundle. Ja, genau. Nee, warte mal. Ich hab doch 50 mehr. Moment, ich kann das schon machen. Ich kann das wirklich schon machen. Gib mir das nochmal alles. Ich kann das freischalten, ich schwöre. Warte. Da. Es geht. Ich werd wahnsinnig. Ich hab Lichterketten. Analyse von Fixmas Lights abgeschlossen. Bitte wähle einen neuen Knoten aus. Genau. Geil. Und was ist das hier? Da brauche ich... Ah, da brauche ich diese vielen Kugeln. Und da kriege ich auch den Kranz. Da brauche ich Schnee.
Mistel, also hier Zweige vom Weihnachtsbaum. Und diese Kugelbundles. Jetzt muss ich mal gucken, wo kriege ich denn diese Ornamentsammlungen? Wie kriege ich die denn? Warte mal, pack das mal jetzt hier. Ich packe jetzt mal auch die Geschenke da rein, dass ich möglichst viel Platz habe. So, jetzt muss ich mal gucken. Mache ich das zufällig im Großen hier, im Fabricator? Weil da brauche ich ja anscheinend alle Kugeln in jeder Farbe. Nicht genügend Freiraum? Ach, lass doch. Da brauchen wir aber ein ganz großes Weihnachtshaus, ey. Okay, nee, scheinbar nicht. Da ist es nicht drin. Hä, wie mache ich denn das dann? Warte mal, in dem Ding? Ich habe doch den Blueprint für die... Ach hier, Fix Miss Ornament. Ach so, da brauche ich einfach die Kupferkugeln und die weißen, okay. Na gut, Kupferkugeln produzieren wir ja schon. Warte mal, wir haben ja hier jetzt... In dem Haus produzieren wir Eisenbarren. So. Wenn wir jetzt hier drüben einfach mal noch eine Manufaktur für die weißen Kugeln machen. Und das bedeutet, warte, da müssen wir jetzt... Okay, es passt hier nicht mehr so wirklich hin, oder? Hier wird es noch daneben passen. Dann ist jetzt natürlich die Frage, kriege ich da jetzt die... Wir brauchen ja für die weißen Kugeln Metall, also Eisen und die blauen Kugeln. Muss ich mal gucken, warte mal. Wenn wir... Moment, Sekunde. Sekunde, ja. Eine Sekunde. Ich muss das probieren. Wenn wir hier jetzt einen Lift hinbauen und dann irgendwie es schaffen von hier. Wir haben ja jetzt aktuell, fädeln wir ja das Eisen hier raus. Hier geht es ja einfach in eine Sackgasse so. Wenn wir jetzt einfach das hier mal wegmachen. Wie ich mir jetzt hier so eine Weihnachtsfabrik zusammenbaue, ey. Alter, dieses Gerassel, ne? Hätte ich gewusst, dass diese scheiß Spinnen hier so rumrasseln, dann hätte ich das woanders gebaut. Ohne Witz. Dieses Geräusch macht einen voll nervös an Weihnachten. Das will man an Weihnachten nicht hören. So, warte mal jetzt hier. Gib mir mal die Öffnung hier. Genau. Warte, jetzt müssen wir das mal irgendwie da... Komme ich da überhaupt an den Andengelpunkt ran? Gib mir mal das Förderband von da hinten. Komme ich da an den Punkt ran? Warte, ich komme nicht ran. Der Baum ist im Weg. Scheiße. Ah. Warte. Doch, von der Seite komme ich ran. Ja. Yes. Genau. Schön oben rein. Alter, die Hitbox an dem Baum ist ein bisschen übertrieben. Genau, jetzt haben wir das. So, jetzt... Warte. Jetzt gib mich spannend. Ich kann das ja einfach hier... Ich leg das jetzt einfach hier unten lang. Was soll der Geiz? So, schön hier, genau. Schön mittig. Und dann da rein, genau. So. Dann haben wir das schon mal. So, jetzt müssen wir noch die Kugeln da reinkriegen. Und dann haben wir schon mal die weißen Kugeln. Und dann brauchen wir noch ein Gebäude, wo wir dann den Manufaktor unterbringen, der aus beiden dann die Ornamentkugeln macht. Also diese bunten Sammlungskugeln. Also irgendwo ist hier eine Spinne am Start. Ich weiß nicht wo. Irgendwie, ich finde das schon noch raus. Ich sag's euch. Ich finde das schon noch irgendwie raus. So, wir machen das jetzt hier hinten raus einfach. Das Schöne ist ja, so ein Weihnachtshaus kann auch mal eine schöne Öffnung irgendwo haben. Ja. Denn aus dem Weihnachtshaus schauen lauter Elfen raus. Wie wir alle wissen. Und nein, ich werde nicht vergessen, die Weihnachtskalender aufzumachen. Es ist heute ja Tür 8 schon, ey. Wie schnell das geht, ne? Die Weihnachtszeit. Ich möchte übrigens mal jetzt diese Weihnachtsfolgen auch mal ein bisschen nutzen, um auch mal Danke zu sagen. Also ich muss wirklich auch mal wirklich jetzt mal sagen... Es ist der Wahnsinn gewesen, dieses ganze Jahr. Also das muss ich ja sowieso keinem erklären, dass das der absolute Wahnsinn war. Aber es ist einfach so krass und es ist mir wirklich auch deutlich geworden, was das eigentlich für ein verdammtes Privileg ist, hier auf YouTube diesen Quatsch hier machen zu dürfen. Und dass ihr das halt auch noch feiert, ne? Das ist halt, das ist so krass. Das ist für mich echt nicht selbstverständlich, muss ich an der Stelle wirklich auch mal sagen. Und ich sag einfach mal an alle, die immer die Videos gucken oder bei den Streams immer regelmäßig anwesend sind und auch immer Unterstützung dalassen, auch in den Streams auf Twitch. Vielen lieben Dank. Es ist wirklich, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Eigentlich müsste ich
alle 10 Sekunden immer wieder Danke sagen und würde aus dem Danksagen gar nicht mehr rauskommen. Es, selbst dann würde es der Sache nicht gerecht werden, wie krass das einfach ist. Und ich hätte das nie im Leben erwartet. Ich weiß noch genau, wie, wo ich so mit dem YouTube-Kram so ein bisschen angefangen habe und auch da ein bisschen dann auch mehr Zeit reingesteckt habe und so. Auch in der Zeit, wo ich da auch noch nicht irgendwie was mit verdient habe oder so, wo Leute dann gesagt haben, ja, warum machst du denn das? Das ist doch voll bescheuert. Das ist doch voll die Zeitverschwendung. Du machst denn Videos da auf dieser komischen Plattform. Das kostet doch so viel Zeit. Die kriegst du auch nicht wieder und so. Ich weiß noch genau, wie das so... Natürlich haben das nicht alle gesagt, ja, aber trotzdem, es gab immer so ein paar Stimmen, die man da ab und zu mal gehört hat. Und naja, was soll ich sagen? Also, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Sagen wir es mal so. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe und dass ihr mich als Zuschauer, aber auch als Unterstützer im Livestream zum Beispiel, dass ihr mir dabei auch geholfen habt, natürlich. Weil ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Das ist einfach so. Und das ist einfach, also... Es ist einfach unbeschreiblich. Man muss es einfach so sagen. Es ist unbeschreiblich. Und ich hätte das nie gedacht, dass es so sich entwickeln würde. Oh. Nicht genügend Freiraum. Der Freiraum mal wieder. Mann, Mann, Mann. Warte. Ich versuch's mal so. Geht's jetzt? Ja. Sehr nice. So, jetzt noch Strom ran. Und vor allem jetzt so in dieser ganzen Lockdown-Zeit und so. Ich versuche ja auch wirklich diesem Privileg halt, ja, wie ich es auf jeden Fall auch nennen würde, versuche ich ja auch wirklich gerecht zu werden, indem ich halt auch sage, gerade jetzt, wenn dieser Lockdown ist oder wenn jetzt irgendwie nicht viel gemacht werden kann, so, dann gerade dann möchte ich dem auch gerecht werden irgendwo und möchte eben auch dann richtig lospowern und dann eben auch wirklich viele Videos am Tag halt bringen. Und auch täglichen Livestream. Ich muss mal wirklich jetzt die Tage mir mal den Spaß erlauben und einfach mal schauen, wie viele Tage ich in diesem Jahr nicht gestreamt habe. Weil ich glaube, es sind wirklich nur so ein paar. Okay, ich sehe hier gerade, ich kann jetzt hier keinen Container mehr bauen, wenn mir da das Material fehlt. Das merken wir uns mal, ja. Das muss ich gleich mal noch ändern. Ich baue jetzt hier mal nur so einen kleinen Container hin. Für die Sachen. Und dann nehmen wir mal hier das Band, genau, und stecken dem das mal hinten rein. So, das sind jetzt die weißen Kugeln. Kann ich das übertakten zufällig? Ich glaube ja. Ich habe auch nur noch einen Shard, deswegen... Ich mache es trotzdem mal. Und da... Ja, die kommen ja jetzt rein. So, jetzt müssen wir die natürlich dann auch verarbeitet kriegen. Ich lasse die jetzt aber erstmal so sich zusammensammeln. An sich, wir haben ja da noch das Gebäude. Ich meine, ich könnte es ja dann einfach auch hier reinfädeln. So, da muss ich nochmal gucken, wie ich dann von da drüben hierher komme, ohne dass es allzu scheiße aussieht. Passt da überhaupt ein Manufaktor rein? Nee, passt gar nicht rein. Okay, scheiße. Da brauchen wir wirklich noch ein größeres Gebäude. Ja, ich habe hier auch mal so ein bisschen das Dörfchen noch so leicht erweitert. Hier habe ich mal so einen Turm gebaut. Einfach mal. Und hier mal auch so eine Brücke über den Fluss. Und so, halt so Kleinigkeiten. Ne? Ich meine, da könnte man jetzt zum Beispiel auch noch... den Zaun oben drauf setzen, nicht wahr? Hier so, dann sieht das noch ein bisschen schöner aus. So ein bisschen so eine leichte Idylle reinbringen, so in dem Rahmen, den Saates halt gestattet, ne? Saates gestattet jetzt ja nicht so viel da in der Richtung, aber so ein bisschen was, genau. So, dann lasst uns mal den Weg suchen zum Hub. Wir müssen nämlich das Kalendertürchen jetzt aufmachen und auf dem Weg dahin werde ich jetzt einfach nochmal ein paar Geschenke einsammeln. Da ist ja doch durchaus noch ein bisschen was. Geht noch ein bisschen was. Hängen die vielleicht hier irgendwie hier so unten fest? Ich muss jetzt mal gucken, ob unter dem Wasserfall eine Höhle ist. Ohne Witz. Vielleicht sind sie in der Höhle unterm Wasserfall. Diese Krabbelviecher. Ist da ein Eingang irgendwie? Da ist eine Schnecke auf jeden Fall. Die merken wir uns für später, aber da ist keine Höhle drunter. Komisch. Ich check das nicht, wo diese Spinnengeräusche herkommen. Vielleicht ist es so einfach nur auf der Map so eine Art Atmosphärentrigger irgendwie. Vielleicht soll das Rascheln von Laub sein. Und gar nicht das Krabbeln von Spinnenbeinen, man weiß es nicht. Ja genau, also ich kann wirklich immer nur wieder sagen, vielen Dank meine lieben Freunde, dass ihr auch bei Saates, auch vor allem, aber auch bei den anderen Projekten, und es sind ja wirklich auch mega viele Projekte, die schon auf dem Kanal kamen und
immer auch noch kommen, tatsächlich. Ob das Factorio ist, ob das Oxygen Not Included ist, ob das jetzt auch wieder Planet Zoo ist mit dem neuen DLC, mit dem Aquatic-DLC. Es ist einfach der Wahnsinn, dass ihr da immer dabei seid und dass ihr das einfach feiert so. Ich finde das genial und ich hätte das nie erwartet, wenn man da mal so zurückschaut. Das ist auch etwas, wo man auch einfach dranbleiben muss. Da kann ich auch sowieso nur jedem raten, der da irgendwie versucht oder mit dem Gedanken spielt, das irgendwie auch mal selber zu probieren. Also Videos machen oder Streams oder was auch immer halt. Dranbleiben ist ganz wichtig. Niemals irgendwie sich verunsichern lassen am Anfang von Leuten, die dann sagen, ja, ach, das ist doch Blödsinn oder das hat doch keinen Sinn und da gibt es immer ganz viele Leute, die ganz viele Meinungen haben. Nicht immer sind diese Meinungen auch qualifiziert, das muss man auch sagen. Viele haben auch einfach keine Ahnung. Ja, das ist halt auch einfach so, muss man auch einfach sagen. Aber da darf man sich dann nicht von Leuten, die nur meinen, Ahnung zu haben, aber eigentlich gar keine haben, nicht verunsichern lassen. Ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ist vielleicht so ein Tipp an der Stelle auch. Ist vielleicht sogar der wichtigste Tipp. Und vielleicht auch, wenn man selber merkt, okay, das läuft jetzt erstmal nicht so, nicht direkt von den ersten, Niederlagen, würde ich es jetzt mal nennen, gleich verunsichern lassen. Immer lieber nochmal weiter nachlegen und nochmal mehr Gas geben dann. Immer schön dranbleiben, das ist ganz wichtig. So, ich glaube, ich nehme mal hier die Tube. Genau. Wie gesagt, ich bin echt überwältigt und ich finde das echt krass. Gerade jetzt so in diesen Wahnsinnszeiten weiß man das erstmal überhaupt zu schätzen, was das hier überhaupt für eine geile Sache ist, die wir hier am Laufen haben gemeinsam. Und das ist einfach mega geil. Ich kann es einfach nur immer wieder sagen. Und es gibt ja dann ab und zu auch mal Leute, die dann so in die Kommentare schreiben und sagen, ja, das ist ja voll schade, dass da so wenig Aufrufe kommen und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ey, ich weiß nicht, was die meinen. Ich finde das echt krass, was kommt. Also jeder Aufruf zählt. So, und wenn dann mal eben nur um die 1000 sind, dann ist halt so. Alles, was mehr reinkommt an Aufrufen oder an Daumen oder was weiß ich, das ist einfach ein Bonus obendrauf, so. Das ist einfach so, das ist nice to have. Aber niemals würde ich so rangehen, so von wegen, wie das manche da machen, so. Ja, von wegen, du musst ja mehr bekommen. Nee, muss ich nicht, finde ich. Ich finde, das, was ich bekomme, da bin ich dankbar für. Und wenn es mehr ist, dann ist es mehr. Aber es muss nicht unbedingt auch mehr sein. Es ist völlig okay. So, ich bin total und ganz allumfänglich zufrieden mit dem, wie sich alles entwickelt hat. Und ich finde es immer erstaunlich, wenn manche Zuschauer mehr auf die Zahlen schauen, als der YouTuber selber oder der Streamer, der einfach Spaß dran hat und das einfach feiert, was er erreicht. So. Und ne, also wenn quasi der Zuschauer mehr auf Zahlen fixiert ist, als der YouTuber so. Das fasziniert mich auch immer. Das finde ich immer sehr erstaunlich. So, jetzt, meine lieben Freunde, gucken wir mal auf die 8. Und jetzt muss ich erstmal die 8 wieder finden. Das alte Spielchen. Oh, ich habe sie gesehen. Da ist sie. Mensch. Ah, die... Also, ich bin jetzt wirklich ganz nah ran. Ich habe sie nicht gesehen. Beim Zurücklehnen ist es mir aufgefallen. Die Reflexion oben auf dem Eingang... ist es, aber es ist leider was völlig Unwichtiges als Item. Das war aber eine richtig gut versteckte Zahl. Also so wirklich hidden in plain sight, wie der Ami so schön sagt. Völlig im Sichtfeld versteckt, sagt der Ami ja quasi als Sprichwort. Hidden in plain sight. Das ist so echt so, du siehst den Wald vor lauter Bäumen, nicht so nach dem Motto. Das wäre so die eigentliche Entsprechung im Deutschen, glaube ich. Für dieses Sprichwort, hidden in plain sight. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Etwas Offensichtliches halt nicht sehen. So. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Zeug. Dann nehme ich jetzt mal ein bisschen was mit. Denn wir wollen natürlich auch die Produktionslinien im Weihnachtsdörfchen noch ein bisschen ausbauen hier. Ich packe mir jetzt hier mal ein bisschen was rein.
Und die, ja, warte mal, das können wir auch mal wieder mitnehmen hier. Der Draht geht langsam, aber sicher zur Neige. Die Platten gehen noch. Das müssen wir mal auch wieder einstecken hier. Und Stangen wollen wir haben. Machen wir mal so viel, genau. Und die Röhrchen machen wir mal voll. Und ich glaube, die... Ja, damit wir hier Container bauen können, brauchen wir die Eisenplatten. Nee, Stahlplatten waren es. Stahlplatten. Und vielleicht noch ein paar Aluplatten auch. Das wäre nicht schlecht. Hatten wir hier Stahlplatten? Nee, warte mal, Turbomotoren hier. Die können wir mal auffüllen. Und hier sind die Platten, genau. Da nehme ich mal zwei. Kunststoff brauchen wir nicht. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Funksteuerungseinheiten. Wann hat man schon mal Funksteuerungseinheiten für irgendwas gebraucht? Oh ja, die Aluplatten. Definitiv. Ich glaube, da nehme ich mir gleich mal den ganzen Schwung. Nice. So, und dann fliegen wir wieder mit der Railgun jetzt zurück. Da muss ich aber vorher nochmal speichern. Nicht, dass das schief geht. Was war eigentlich hier in dieser Kiste? Warum haben wir die hier eigentlich hingestellt? Oh, da sind ja Fahrpatronen drin. Warum? Die brauchen wir eigentlich mal. Damit wir mal das Weihnachtsdörfchen... Oh, das merken wir uns mal für später. Das werde ich mir nie merken. Ich sag jetzt mal, dass ich es mir merke, aber wir wissen alle, ich werde es vergessen. Dass da diese Fahrpatronen... Ich wusste gar nicht, dass ich Fahrpatronen jemals so gelagert habe. Kann man die nicht theoretisch auch automatisch herstellen? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Im Fabricator? Manufaktor vielleicht? Müsste doch bestimmt einen Blueprint oder sowas geben. Oder ist das für den normalen, warte mal, für den normalen Constructor? Das muss es doch geben, sowas. Ja, gibt es sogar, tatsächlich. 5 Blumen. Tja, muss man natürlich dann... Blumen müsste man da per Hand dann farmen dafür. Das ist natürlich... Ja gut, wenn man da in eine Stelle geht, wo richtig viele wachsen und dann mit der Kettensäge durchläuft, geht das ja recht fix eigentlich. Aber trotzdem. Es wäre halt so geil, wenn man die einfach anpflanzen könnte irgendwie. Mal schauen. Jetpack führe ich auch noch genug. Ich gehe jetzt hier rein. Na, das war etwas sehr sanft, würde ich sagen. Hätte man durchaus etwas mehr Gas geben können hier. Ich versuche jetzt mal hier noch so drüber zu kommen. Und dann gehen wir halt hier in die Tube rein. Genau, so. Erstmal schön gegengeklatscht. Zuzel mich rein. Genau. Ha! Da sehen wir auch mal wieder meine Weihnachtsmütze. Yay! Ich bin so weihnachtlich gekleidet. Ich hätte ja gern noch so einen Weihnachtsmantel noch. So ein Umhang. Da bin ich nämlich der Weihnachtsmann. Nicht Iron Man, ja, sondern Weihnachtsmann. X-Man. X-Miss-Man. Oder Fix-Mess-Man wäre ich dann. Wie geil. Aber es ist ja eine Frau. Oh. Der Mechaniker hier ist ja eine Frau. Tatsächlich. Also wäre ich eigentlich eher Fix-Miss-Girl. Wäre ich dann. Ich werde schon wieder beschossen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, ich muss hier mal so richtig Liebe mit meinem Zuckerstab hier verteilen, glaube ich. So mal so einen richtigen Schwung, so richtig austeilen hier. Ja, guck mal, da, der ist schon am Platzen da. Habt ihr das gesehen? Er kann es schon kaum erwarten. Die wollen alle Liebe. Süße Liebe wollen sie haben hier. Mit meinem Zucker-Gehstock. Aber ich glaube... Ich gehe lieber mal schnell zurück. Ich möchte gerne in dieser Folge noch die Produktion beginnen von diesen Weihnachtsornamenten. Weil dann können wir nämlich beim nächsten Mal die nächste MAM-Freischaltung schon in Angriff nehmen. Okay, warte mal, die hau ich jetzt hier. Ich muss mal wieder Liebe verteilen hier und Geschenke. Ja, hier, guckt, da haust du direkt aus dem Latschen. So geil finden sie die Geschenke. Neues. Ich hau euch um mit meinen Geschenken. Ich hau euch um. Da staunt ihr was? Weihnachten ist toll, hä? Ist ganz toll, Weihnachten. Ahahaha. Okay, ich sollte mich nicht mit dem Gekröselviehzeugs aufhalten. Wir haben noch was zu tun. Wir wollen
im Weihnachtsdorf noch die Ornamentproduktion anwerfen. Wir müssen ja nur einen Manufaktor bauen noch. Aber die Frage ist eher, wo baue ich das Haus für den Manufaktor auf? Und wo ist eigentlich das Weihnachtsdorf? Ich laufe, glaube ich, gerade in die falsche Richtung. Ich muss eher so nach da hinten, glaube ich. Jetzt wird es auch noch Nacht. Jetzt spawnen ja die hässlichen Scheißspinnen wieder. Da hinten ist das Dorf, da wo die Pyramide ist. Ich würde gerade sagen, ich laufe die ganze Zeit schon wieder falsch. Ich versuche das Geschenk noch zu erwischen. Das Dorf ist... Da ist das Dorf, genau. Schön abgelegen. Bisschen wie Schlumpfdorf. Schwer zu finden. Aber es ist ja auch das Weihnachtsdorf. Das darf ja nicht jeder einfach so finden. Das wäre Skandal. Da musste man ja auch erstmal mit dem Polarexpress fahren, um da hinzukommen, ja? Mit dem Polarexpress. So, liebe Freunde. Ich bin wieder da. Ich bin wieder zu Hause. Der Weihnachtsmann ist wieder da. Ach, ist das schön, wenn das dunkel ist und das Mondlicht hier so. Das sieht schon echt ein bisschen weihnachtlich aus jetzt hier. Es fehlt nur noch die richtige Farbe. Aber wir haben ja genug Farbpatronen eigentlich. Habe ich noch in irgendeinem Gebäude jetzt noch Platz? Hier hätte ich eigentlich noch Platz, um die Ornamente herstellen zu lassen. Warte mal. Was ist denn, wenn ich das einfach hier mache? Alter, ich höre es schon wieder krabbeln. Ey, ich werde wahnsinnig. Dieses Krabbeln macht mich irre. Ich baue jetzt hier mal eine Plattform. Ich baue noch kein Haus. Warte mal, wir sprengen mal da weg. Den Bambus da, den orangenen. Den orangenen vor allem, den rosa Bambus. So, den hauen wir mal jetzt da weg, damit wir hier mal Platz haben. Und dann bauen wir nämlich hier noch ein Gebäude hin. Oder erstmal eine Plattform auf die Höhe. Ziehen wir mal hier so nach hinten. Würde ich sagen. Und ruhig auch so 4 Einheiten breit. Dann haben wir hier genug Platz. Warte, da, so, genau. Und hier mach mal, ja, nimm mal hier den Sprengstoff weg. So, und dann, so. Genau, und dann holen wir uns nämlich von hier drinnen. Das kann ich ja eigentlich einfach rüberspannen, so. Einmal quer rüber. Warte mal, ich muss mal hier rein. Dann hole ich mir erstmal die Kugeln. Wir brauchen ja... Warte, jetzt muss ich nochmal gucken. Was brauche ich jetzt nochmal für dieses Zeug? Ich brauche... Copper und Iron. Also, genau, weiß und gelb. Also beide, quasi. Warte mal, dann mach doch einfach mal... Dann machen wir da mal eine Wandhalterung hin. So. Und dann machen wir da mal ein Loch rein. Oder so ein Doppelloch. Vielleicht können wir ja beide gleich da rausfädeln. Warte mal. Hier haben wir doch... Hier waren doch die Dinger drin. Die weißen, oder? Ich glaube schon. Nicht genügend Freiraum. Ach, scheiß doch. Sehr weihnachtliche Aussage, auf jeden Fall. Wieso? Warum ist denn da jetzt nicht genügend frei? Wegen dem blöden Ding da. Wegen dem blöden... Hier. Warte mal. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, warte, dann müssen wir halt... Müssen wir es halt so machen. Bitte sag mir, dass das wenigstens geht. Okay, es geht nicht. Aber wenn ich es hier so drüber fädel, müsste es eigentlich gehen. Jetzt geht das Rumgefädel wieder los. Das ist aber auch nicht einfach. Okay, das hat funktioniert. Genau, da haben wir schon mal die Kugeln. Und dann haben wir hier hinten... Hier haben wir die weißen. So, und die kriege ich da bestimmt jetzt wieder nicht raus. Warte. Ja, es war doch so klar. Okay, scheiße, dann muss ich das mal... Habe ich die jetzt alle im Inventar? Tatsächlich. So viele sind da gar nicht rausgekommen, wie es aussieht. Können wir das hier so am Rand lang legen? Warte mal. Geht das? Zufällig?
Könnte ganz knapp. Ganz knapp funktionieren. Jawohl. Ja, sauber. Ja, nice. Ja, exzellent. Ja, wunderbar. Okay, warte. Dann machen wir das jetzt so ein bisschen girlandenmäßig, würde ich sagen. Und machen einfach eins dahin und eins dahin. So. Ist jetzt erstmal nur ein Provisorium. Da wird wahrscheinlich dann auch noch, werde ich dann auch noch ein Haus drum rumbauen und so. Warte mal, ich brauche noch einen Strom hier. Das will ich jetzt hier auf jeden Fall aber noch an den Start kriegen eigentlich. Guck mal. Und da läuft das dann schon. Wunderbar. Und weil wir von denen nicht so viele haben, stopfe ich die einfach schon mal insgesamt rein. Hervorragend. Und jetzt haben wir natürlich keine Schnecken zum... Obwohl, nee, Moment. Wir haben Schnecken zum Übertakten. Was erzähle ich denn hier? Hehehe. Gewusst wo. Und hier hängen auch noch ein paar Schnecken in dem Wald rum. Ich muss mal den Wald plündern beim nächsten Mal. Muss mal ein paar Schnecken zusammensammeln. Dann geht das schon. Hier ist genug am Start. Niemand muss hier hungern. Es gibt genug Schnecken für alle in diesem Wald. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.